So, starten wir die Runde 2 mal eben, indem wir die Loot-Chest öffnen. Und haben sogar einen Skin drin. Warum nicht? Fear will reign. Commence. Damage ist etwas höher. Ich weiß gar nicht, war Oz auch schon von Anfang an dabei? Ein Kämpfer mit 2 Kanonen. Das sind unsere Nebenskills, die wir mitnehmen können. So, Abilities und Mods, was kannst du denn? Du kannst eine Laser Barrage machen. Aha, das ist mit beiden Waffen feuern. In unterschiedliche Directions. Ein Lockdown. Auf Limits eine Schockwelle, die 25 direkten Schaden macht und Knockbacks macht um 2 Felder. Rear Shield. Ach, ein Schild für mich selbst. Ach, der Blast bleibt bestehen. Und dann kann ich den bewegen. Ah, cool. Ja, mit der können wir mal spielen. Die wird ganz interessant. Vor allem atmen ihre Brüste. Das ist immer eine sehr schöne... eine sehr schöne Ability für einen Charakter. Bam, 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 bam. Entschuldigung, man muss halt warten. Ganz schön ist auch, dass sie Discord eingebaut haben, beziehungsweise um zu chatten. Und Discord ist übrigens eine Voice-Over-IP-Geschichte. Genau sowas wie, ja, Teamspeak. Nur, dass du wahrscheinlich so automatisch mit deinen Teamkameraden hier in einen Discord reinkommen würdest. Discord. Aber es gibt inzwischen sowas häufiger. Man kann es sogar nur beim Browser benutzen. Also ich habe es mir das mal angesehen, das war ganz cool. Aber das Problem ist einfach, ich bin ja jemand, der alt ist. Ich mag zum Beispiel Teamspeak sehr. Weil, weiß ich nicht, ich bin damit groß geworden. Und Teamspeak hat halt unglaublich viele Einstellungsmöglichkeiten. Firefly Fighter, New Status Effects, Case Holder. Du kannst nicht mehr sprinten, Butterfingers. If you drop the case, you cannot pick it up. Bis zur nächsten Runde. Ach so, wir müssen den Koffer halten. PvP Extraktion. Also wir sollten, also den Case, den Koffer jetzt behalten. In unseren Händen, für jede Runde, den wir haben, kriegen wir einen Punkt. Und wir kriegen 2 Punkte, wenn wir einen Gegner ausschalten. Du wirst den Case fallen lassen, wenn du dashst, also irgendeine Fähigkeit machst, die im Dash-Bereich ist, sterbe oder zu viel Schaden fresse. Bei 10 Punkten kommt eine Extraktionszone, also eine Zone, wo wir das verlassen können. Den Modus kenne ich noch gar nicht. Und dann können wir halt fliehen, aber es ist basierend, glaube ich, auf den Trailer damals. Da ist der Case. Ich geh mal hier hin. Da hat einer diesen Sniper.
go, it's on now. So. Ich schild mich einmal selbst, weil ich kann es ja viermal machen, beziehungsweise fünfmal. Der schickt da schon seine Nuke. Ja, sehr schön. Der ist mit Rampage da durch, hat den Koffer mitgenommen. You're on my blacklist. Everybody get sick. The toll for walking this road is your head. Er hat unglaublich wenig HP. Aber durch die Deckung hält er natürlich jetzt gerade ein bisschen was aus. Da haben sie echt gut gemacht mit diesem Direction Shot. Also wenn ich weiter zurückgehe, zieht die halt die Arme auseinander beim Schießen. Ach, das hält nur für eine Runde, das Rio Shield. Oder? Ich habe es mit beiden in die Richtung geschossen, weil ja beide da sind. Ne, den Ossi gab es vorher nicht. Ich kenne die Attacken gerade nicht, die der hier benutzt. Machen eigentlich die Beasts? Das sind jetzt, ist ja, wir haben ja auch das Beast und der andere hat ja auch das Beast bei sich drin. Machen die eigentlich die ganze Zeit dasselbe? Scheiße. Ja, ich mache jetzt nur einen Move, weil ich kann nirgendwo hinschießen von der Position. Da ist alles hinter der Wand. Da ist übrigens die Linie, darf man nicht durchgehen. Wenn man da durchgeht, kriegt man Schaden. Und die versuchen jetzt natürlich den Koffer von dem abzubekommen. Beziehungsweise den, ja, ihm zu entreißen. Ich glaube, er hat zu viel Schaden genommen. Time to fillet that fish. Oh, er heilt sich und macht sich unsichtbar, was ihm jetzt gerade aber nicht viel bringt. Die haben aber gut nachbalanciert. Also wenn ich die Schadenswerte so allein gucke, das ist alles bedeutend näher aneinander gekommen. Also früher konnte der Sniper echt ordentlich Schaden austeilen. Ach, da ist nur eine Reflexion von ihm. Egal, wir haben nichts platt gemacht. 2 Punkte dafür bekommen. Passt schon. So, lauf da mal durch. Ja, ich hole mir jetzt einfach nur das Heal und das Energized. Wir haben den Koffer übrigens auch direkt wieder eingenommen, hier der Borboss. Aber es wird wieder zu viel Schaden sein, beziehungsweise er stirbt. Is gonna be good. So, bleibt da einfach mal stehen. Banking on it, baby. Wir geben uns selbst noch das Schild und dann feuern wir da mal diesen Strahl drauf. Wo jeder, der da durchlaufen will, 35 Schaden bekommt.
Ah, scheiße. Obwohl, wie hat der das... Hä? Was ist das für eine geile Fähigkeit, dass der einfach wegwarpen kann? Das kostet uns unseren netten Typen. Der wird bestimmt mich angreifen. Der macht einen Berserker-Dash. Irgendwie ist mir das auch jetzt inzwischen viel ersichtlicher, weil meine Leute mal was machen. Er scheint nicht erfreut zu sein davon, dass du ihn angegiftet hast. Ach, er ist schon weg gewesen. Is that it? Easy. Stick around. We love your company. For you. That's right. Stand next to each other. Cyclone shot. Ich steh scheiße. Und zwar richtig scheiße. Ich dachte, der Angriff macht was anderes. Ah, ich krieg ein Problem. Wenn die da schon so schön stehen. Moment, ist meine Attacke jetzt auch gecancelt worden? Scheiße. Egal, wir haben gleich die Extraction Zone. Ja, irgendwie wurde meine Attacke gecancelt, beziehungsweise ich wollte ja den Move ein bisschen verändern. So, gebe ich mir ein Schild. Ja, komm, gehen wir dem Spiel in GG. Ja, kreuz die Waffen. Wie schlafen solche Charaktere eigentlich in dem Bett? Schön, alle getroffen. Natürlich die Frage, wo ist denn dieser Extraction Point dann? Ach, das ist der Extraction Point. Wir müssen den Koffer dahin bringen. Aber er hat den Koffer verloren. Relish your last moments. I'll make it work. Vielleicht komme ich weg. Wahrscheinlich eher nicht. I feel so alive. Er gibt mir ein Schild. Tired of them
shreds! 3, 2, 1, fire! Okay. Woo! Healthcare gets me there! I'll make it work. Launching the big one. So, jetzt haben die den Koffer auch mal. Ach, so eine Scheiße. Wir kommen an den Briefcase da oben nicht ran. Wer hat überhaupt den Koffer gerade von denen? Ach, der Oz. It's too late to run now. What? Like a dog. Going to distance. Keine Chance, ihn zu treffen, weil es keine Halbdeckung ist, sondern eine Volldeckung. Dann renne ich da einfach mal wie ein Bekloppter durch. Ich hätte vielleicht noch die Heilung mit reinnehmen können. Der schießt schon vorbei. Da kam die Nuke. Der ist doch auch neu, ne? Guter Hit, mein Freund. Damit war der Kofferträger, glaube ich, jetzt tot. Ja. Das Beste ist... Oh nee, ich bin nicht durch den Koffer gelaufen. Vor allem geil, dass wir jetzt schon 14 Punkte haben. Bogies in my sights. Egal, ich hab Schild. Da ist auch mehr oder weniger Scheiße. Jetzt laufe ich in seine Säure mit rein. Five turns left. Ich mach lieber das. Obwohl die werden mich ja jetzt eh ficken, wie es geht. Ach, und die Gegner können mich immer sehen mit dem Koffer. Ist wahrscheinlich ein großer Koffer. Oh, bitte nicht. Ich will keinen Treffer kassieren. Nein! Da, ich sag sogar noch nein mit dem Charakter. Ich wacke mit dem Kopf durchgehend. No, 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 no. Four turns left. Und was passiert nach den 4 Zügen? Das ist sogar, glaube ich, die beste Position, um reinzugehen. I cannot be stopped. Watch out for the undertow! Your death wish is my command. All foes will perish. Man braucht einfach ein Team hierfür. Immer ist das Team schuld.
3 turns remaining. So, da wäre der in Zone. Dann sprinte ich nicht rein, sondern sprinte hier hin. Weil einer hat ja schon den Koffer. The Sturgeon is in. Looks like you're outnumbered. What's got you so crabby? Und du machst jetzt nochmal Schaden, dann hat er nämlich nicht mehr den Koffer. I've endured worse. Sehr schön. Oh nein, er hat mit 1 HP überlebt. Unsere auch. 2 turns left. This fool must die. Das kannst du sowas von knicken. The pack moves together. Ihr musst da auch gar nicht hin. You'll feel this one later. Und Platz. Gelatin. Why me? Physik ist in a nutshell. One turn left. Tja. I sense a disturbance. Weg den Streis ein bisschen nach rechts rüber. Weil weiter nach oben komme ich ja eh nicht. Oh, watch yourself. EZ, easy. Nobody pushes me around. Even the earth trembles before me. Double Kill. 23 zu 14 Sieg. Ich glaube, die Gegner haben keine Einheiten mehr. Ach doch, Victory. Da kommt noch einer. Aber wir haben eh gewonnen nach Punkten. Aber man kann natürlich auch gewinnen, wenn du den Extraction Point erreichst mit dem Koffer. Bam. Und so schnell geht's mit dem Level up. Na super. Keine Takedowns gemacht. Nur Damage erhalten. Na Gott, ich habe die wenigsten Takedowns gemacht. Anderer Charakter. Reported Player. Alle. Down to business. So. Das sind die Season-Herausforderungen. Mach 100 Takedowns. Akquiriere 10 Mods. Benutze 10-mal das GG. Mach das Saisonlevel 10 frei, dann kriegst du halt XP Rewards. Und dementsprechend, wie dein Season Level ist, kriegst du auch andere Rewards. Also beziehungsweise kriegst du halt noch mehr Belohnungen rein. Leave it to me. Um halt kein Geld auszugeben für Loot. Dr. Finn. 3 GG Boosts. Achso, die Boosts kosten mich sogar was. Egal. So, Freunde der Spielkultur. Ich hoffe, es hat euch gefallen, nochmal zweimal reinzuschauen hier. Es ist immer noch ein gutes Spiel. Die Runden dauern verhältnismäßig 20 Minuten. Kann man also immer mal zwischendurch spielen. Und gucken wir mal. Gucken wir mal, vielleicht sollten wir es auch wirklich mal im Multiplayer-Stream machen.
In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Doc. Primed for battle.